Es gibt zwei Definitionen von Team. Die eine heißt Team, Englisch, eine Gemeinschaft. Man kann auch sagen, toll, ein anderer macht's. Aber mal Spaß beiseite, also ihr engagiert euch ja sehr stark für Soziale, oder? Ja. Marc, erklär erstmal, was die Tafel überhaupt ist. Die Mit meiner Tafel ist sowas wie zum Beispiel für arme Leute, die nicht so viel Geld haben, was zu essen. Für Obdachlose zum Beispiel, dass sie was zu essen bekommen, aber warmes zu essen, eine Mahlzeit. Kinder, die sowieso schon Probleme haben, also meine, keine Probleme, die nicht aus der Welt entschlafen sind, aber die sowieso Probleme haben, die kochen hier noch für die Tafel. Und das finde ich eine ganz, ganz großartige Geschichte, dass Kinder hier für Obdachlose kochen. Und ihr hattet irgendwelche Probleme, dass ihr in diese Schule gekommen seid? Ja, in der Grundschule hatten wir ein bisschen so, haben wir uns nicht benommen, so das war das Problem eigentlich. Ja, Lernschwäche hat man eben so. Zum Beispiel, ich hatte den Punkt Mathe war nicht so gut. Ich habe viel Blödsinn gemacht damals, aber jetzt bereue ich das. Ich war erst auf einer anderen Schule, hier auf der Hauptschule und ja, da hatte ich keine Chance, Abschluss zu machen. Und dann hätte ich die Chance, hier noch einen besseren zu machen, weil ich da das nicht geschafft hätte. Also natürlich ist Hauswirtschaftsunterricht ein Fach, in dem viel geredet wird, in dem viel erzählt wird. Natürlich erzählen die Schüler auch mal was. Aber das sind dann auch Sachen, die einfach in dem Kreis drin bleiben müssen. Wenn das Vertrauen da ist, dann darf ich es auch nicht missbrauchen. Was ist mit dir denn? Warum bist du denn hier? Oder seit wann bist du hier? Seit der dritten Klasse hier. Seit der dritten Klasse? Ja. Und magst du darüber reden oder lieber nicht? Ja. Hast kein Problem mit, oder? Geht so, ne? Magst nicht darüber reden? Auch Lernschwierigkeiten oder? Ja. Oder hast du Leute verprügelt in der Pause? Sind Sie der Chef? Jawohl. Sag mal. Hallo. Martin Baumelsel, hallo. Hallo. Wir haben ein paar Schüler mitgebracht. Ja. Und Sie engagieren sich ja eh schon für die Tafel, oder? Richtig, genau. Kinder Backen. Kennen Sie die? Die Schüler noch nicht, nein. Die haben immer fleißige Helfer, die Sachen abholen. Man merkt natürlich, dass die Kinder noch wahnsinnig scheu sind. Und ich glaube, dass die viel mehr können, als sie uns zeigen. Was soll ich denn machen? Weil er ist der nette Mann, der euch immer die ganzen, zum Teil also die ganzen Brote, Brötchen so Kuchen. Vom Vorteil. Genau. Wunderbar. Ja, wir sind jetzt hier, um auch ein bisschen abzuholen. Ich hab haben Sie was Brot für uns? Bereitgestellt. Ja, ich nehme den. Wunderbar, nehmen wir die mit. Backen Sie extra ein bisschen zu viel? Wir backen immer etwas zu viel. Für die Tafel. Und die Tafel kriegen natürlich genug mit. Nein, das ist toll. Kauft ihr da auch privat ein? Ja, meine Mutter. Auswahl gut? Ja, Auswahl. Das beste Gemüse in Mettmann. Ja. Ja. Beste Gemüse in Mettmann. Okay, wir machen uns stark. Hallo, ich bin der Martin. Hallo. Den hier kennt ihr, oder? Kennt ihr den? Fenchel. Ja, dass Sie es wissen, das freut mich ja. Ich teste hier meine Freunde. Kennt ihr den? Fenchel, ganz gesund, also auch mediterran, wird in der mediterranen Küche wird er benutzt, sehr viel. Ein letzter Test. Die Saison ist jetzt eigentlich fast vorbei. Spinat? Na. Fast, geht so Richtung Spinat. Besser. Nennt sich aber Mangold. Ganz lecker, also sehr nussig. Schön. Und Martin, jetzt dein Eindruck bis jetzt? Die sind alle sehr neugierig und haben alle richtig Lust. Da sind sogar ein paar dabei,
hier das Mädel da, die hat sogar richtig Ideen. Also da war ich gerade ganz schön beeindruckt, dass sie gemeint hat, so, wir könnten einen Spargelsalat machen, warum nicht, gell? Also zwei sind dabei, die haben es, glaube ich, ganz schön drauf. Und die anderen, die sind halt einfach schüchtern, gell? Ja, gut, aber ich meine, du bist ja so ein alter Nussknacker, du wirst ja wohl die Schüchternheit eben schon nehmen, oder? Das ist genau mein Auftrag, ja. Ich brech die. Hier los? Na? Ich dachte, ihr arbeitet schon. Wollen weitergehen, Und schon mal, wir haben was ganz Tolles. Wir haben Spargel. Und zwar für uns nicht den ganzen Spargel, sondern die Spargelspitzen nur. Ihr könnt eure Sachen ruhig da auch noch abstellen. Und wenn euch jemand im Weg steht, dann fragt einfach, ob er mal zur Seite geht. Wir warten jetzt auf den Metzger, weil wir haben jetzt Gemüse. Klar, wir wollen noch ein Fleisch dazu. Hallo? Wenn man vom Metzger spricht, ist er auch meistens gleich da. Ja, her damit mit den guten Dingen. Entschuldigung, hier kann man durch. Legen Sie es doch gerade mal drauf, dann können wir uns das anschauen, was es ist. So, dann haben wir ein paar Schultern. Schön. Bringen Sie öfter Sachen hierher? Zur Tafel. Zur Tafel, ja? Also zu den Kindern und die Kochenden. Ja, genau. Schön. Ja, also das schaut mal wunderbar aus, ne? Gute Ausbeute. Wir sagen erstmal vielen Dank dafür. Wir finden es toll, dass er so tolle Sachen mit so gut. Gut, dann hauen wir wieder ab an die Arbeit. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Ihr seht ja jetzt, was ungefähr da ist. Und macht euch mal ein paar Gedanken, was man daraus machen könnte. Und in einer Viertelstunde kommen wir dann dazu und dann diskutieren wir es aus. Sollen wir das so machen? Ja. Mhm. Wir warten mit der Einkaufsliste, weil wir hören uns auf jeden Fall an, was die Kids ausgeben. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Jetzt die Frage, was habt ihr drei Mädels denn euch noch überlegt, was ihr gerne machen würdet? Wir haben Kartoffelklöße mit, was war denn das nochmal? Sandra? Kartoffelklöße ist ja stimmt. Roulade. Mit Rouladen. Mit Rouladen. Ja. Und Blaukraut. Sehr leckeres Gericht. Auch eins meiner Lieblingsgerichte. Aber leicht. Na, im Gegenteil. Ein bisschen winterlich, ne? Ein bisschen winterlich. Also Rotkohl ist eine klassische Winterbeilage. Wir können unsere Äpfel schon mal vormarinieren. Dann können wir morgen auch mit Sicherheit den leckersten Apfelkuchen machen, den Mettenmann in den letzten 100 Jahren gesehen hat. Und wer macht mit? Wer ist Kuchenbäcker, Bäckerin? Einer? Naja, ich sehe schon, nicht alle auf einmal, gell? Also ich gehe jetzt mal darüber, wer mitkommen möchte, der kann gern mitkommen. Und wenn keiner mitkommt, hole ich mir welche. Gut, kümmere mich als erstes mal um den Spargel. Was wir jetzt hier haben, bevor wir jetzt da dran rumschneiden, das ist der Unterteil von der Schweineschulter. Also, hier, dieses Teil hier, da war das Schulterblatt drin gelegen, das ist dann hier zu. Das ist so ein bisschen zusammen. Das kommt hier, der Rest vom Bruch, da geht nachher dieser Röhrenknochen durch und hier fängt dann der Fuß an. Trau dich ruhig. Du kannst nichts kaputt machen. Also mein, wie gesagt, noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hier rein. Ich habe wohl oft zugeguckt, weil ich habe auf vielen Restaurants so ein Praktikum gemacht, auch mal so privat gearbeitet. Ich habe wohl zugeguckt. Und jetzt soll man das selber versuchen, das ist ein bisschen schwierig. Aber man versucht halt, dass man es richtig macht. Die Jungs machen sich bis jetzt perfekt. Ich meine, gut, bis jetzt haben sie auch noch keine schweren Aufgaben bekommen. Oder mit den Äpfeln, dann kommt ihr ja gut zurecht. Nein, der war überhaupt nicht streng. Naja, warte mal ab morgen hier. Ich kann schon streng werden, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber bis jetzt arbeitet er ja ganz gut mit. Leute, ihr wisst schon, dass wir in einer Stunde fertig sein müssen, gell? Was? In einer Stunde? Ja.
Also wir müssen jetzt richtig Gas geben. Ja. Wenn ihr nicht arbeiten könnt und dabei reden, dann verzichtet aufs Reden. Ja? Ja. Nee, weil die da drüben, die machen Klamauk irgendwie und wenn man dann nicht sofort, wenn man dann nicht immer dabei ist, dann hören die Leute auf zu arbeiten. Ich kapiere das nicht. Danke. Und der Käse kommt noch rein. Und jetzt gehen wir alle darüber an den Tisch und füllen Dinger, okay? Aber alle. Jetzt teilt ihr euch ein, weißt du? Einer füllt, einer klappt zu. Einer füllt, ich klappe. Genau. Nicht so viel. Und es ist immer gut, wenn immer dieselbe Person klappt, weil dann sehen auch alle gleich aus. Weißt du? Okay. Aber ich denke mal, das ist ganz normal, wenn man schneller arbeitet, dass es irgendwann dann anstrengender wird. Geht immer schon in die Beine, wenn man so lange steht. Sie rennt immer genau dahin, wo es ganz akut ist, aber immer alle. Und die anderen Arbeiten bleiben dann liegen. Und das ist nett gemeint, aber die anderen Arbeiten müssen halt doch fertig gemacht werden. Ich bin jetzt gerade dabei, die Sachen in vernünftige Steppingtischbleche umzusetzen. Und das Ganze tun wir jetzt einfach salzen und pfeffern, dann schieben wir es in die Thermophore rein. Und die Thermophore hat eben die Eigenschaft, wenn ich was Heißes reinschiebe, dann bleibt das heiß. Wenn ich was Kaltes reinschiebe, dann bleibt das kalt. Und ich kann es halt vernünftig transportieren. Ich fahre mal mit ein paar Leuten schon vor und baue die ersten Sachen auf. Wir möchten mit runterfahren schon mal. Ja, ich, ja. Sarah, schön. Du bist tapfer, du bist auch tapfer. Noch ein Tapferin. Ja. Die Sachen aber gar nicht tapfer sauber macht. Wenn wir die zivieren, dann macht keiner mehr sauber. Und dann? Ja, dann kannst du fahren. Machen. Okay, dann fahren wir schon mal los. Bis dann. Wie viele Leute kommen im Moment so täglich hier vorbei? Also wir haben ungefähr 100 Familien, die die Tafel in Anspruch nehmen. Und ja. Zum Mittagessen geben wir immer ungefähr 25 bis 30 Portionen raus. Die packen wir schon ab, ne? Weil sich viele scheuen, sich hier hinzusetzen. Ne? So, man ist schon sehr, sehr gespalten irgendwie. Also auf der einen Seite ist es total schön, dass sich Leute so einsetzen für andere Menschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt so ein komisches Gefühl, wenn es wirklich so weit schon ist in Deutschland, dass manche Menschen sich ja nichts zu essen kaufen können oder ihre Kinder nicht richtig ernähren können. Und das ist natürlich schon bedrückend. Moment, du sagst fertig, du sagst, die Küche ist jetzt sauber, oder was? Ich hab da gewischt. Ja, aber da geht's ja noch weiter. Leute, ihr seid ein Team. Wir sind ein Team. Es gibt zwei Definitionen von Team. Die eine heißt Team, Englisch, eine Gemeinschaft. Man kann auch sagen, toll, ein anderer macht's. Ja, Team. Wir nehmen die erste Version, okay? Das ist eben so wichtig, dass die Leute kennenlernen, die sagen, 40% ist auch Putzarbeit und das muss sein beim Kochen. Jetzt haben wir es eigentlich fast geschafft. Jetzt gehen wir alle rüber zur Diakonie, geben den Leuten was zu essen. Und ich meine, wir kennen alle das Gefühl, wie es ist, hungrige Leute zu versorgen. Also es ist ein gutes Gefühl, glaube ich. Es macht doch Spaß. Es kommt eigentlich die schöne Seite unserer Arbeit kommt eigentlich jetzt. Jetzt nach links. Levin. Paul. Martha. Martha. Wenn man wenig rennt, da muss man sehen, ob man über die Runden kommt. Ne? Wunderbar. Von allem was gegessen. Fleisch, Gemüse.
bin erstaunt, dass hier so viele Kinder vor allen Dingen heute den Weg zu uns gefunden haben. Das ist natürlich auch unser Ziel. Kinder, die auch zu Hause manchmal gar kein Mittagessen bekommen, hier mit unserer Tafel zu erreichen. Es macht mir auch richtig viel Spaß, auch zu helfen, den Leuten auch ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, dass sie darüber Freude haben, das zu essen, dass es ihnen schmeckt. Das ist die Hauptsache auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall nochmal kochen mit denen, das macht richtig Spaß. Aber wenn man das so sieht jetzt hier, wie das geklappt hat, bin ich schon ein bisschen stolz eigentlich. Ich denke mir, es gibt noch viele andere Bereiche, worüber man sich selber gar nicht so bewusst ist, dass da wirklich irgendwie Leute wirklich leiden oder es denen einfach nicht so gut geht, wie es der Allgemeinheit geht. Und dass man da, wenn man da natürlich helfen kann als Kochprofi, muss ich sagen, helfen wir mit Sicherheit sehr gerne. Liebe Mädels, liebe Jungs, es war ganz, ganz toll mit euch. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn ihr mal einen Job braucht, das in Richtung Gastronomie geht, habt ihr auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz reelle Chance. Uns hat es richtig Freude gemacht. Wir finden es toll, dass es solche Einrichtungen gibt. Macht weiter so, kämpft euch durch und seid mal ein bisschen netter zueinander manchmal. Ne? Ja, manchmal. Ja. Okay, ja. Danke, macht weiter so. Tschüss, bis bald. Danke euch. Ciao. Juhu. Für mich ist einfach das Schönste, was es gibt, mit Kindern zu arbeiten und Kinder einfach glücklich zu machen.